Ja, ein herzliches Servus wieder hier zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, dem Edainmord. Ja, wie ihr alle wisst, ist ja unsere kleine KI-Serie, unsere kleine KI-Völker-Serie zu Ende gegangen. Und da wurde ich in den Kommentaren angesprochen, dass ich doch vielleicht mal so ein paar spezielle Maps anspielen soll. Und ich nenne es ganz einfach jetzt mal so, ja, Let's Play Edainmord Special Maps. Die Maps sind von den Machern der Mod neu eingefügt worden und sind spezielle Maps, also sind keine ganz normalen Maps. Da gibt es zum Beispiel Bastionen, eine ganz interessante Karte, egal, ich gehe die jetzt nicht alle durch. Das ist also Weiße Rat zum Beispiel ist eine spezielle Map. Und ich dachte, ich werde mal so die ganzen großen Ganzen diese speziellen Maps mal in einer längeren Serie mal hin und wieder immer mal wieder eine durchspielen. Und einer hat mich gebeten, Helms Klamm Horror durchzuspielen. Und da habe ich mir gedacht, ja, fangen wir doch gleich mal mit der Map an. Ganz lustig. Ist ungefähr eine Hardcore-Belagerungsversion von Helms Klamm. Hier steht es ja auch. Genau, wir, Mitspieler holen wir uns jetzt nicht, weil der Computer, ja, ich sagte, das wird irgendwie zu einfach, wenn da noch lauter brutale oder leichte Computer das macht das Schwein nicht fett, wie man so schon sagt. Und ja, als Verbündete oder als Feinde, ja, die werden eh schnell ausgemerzt. Wir, auf jeden Fall starten wir hier oben in der Festung drin. So viel Fairness muss sein. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und wir spielen natürlich mit Ludorien. Also das heißt natürlich, ich finde Ludorien eignet sich dafür am besten einfach, weil sie einfach, ja, ein ultimatives Bogenvolk sind. Und was brauchen wir, um eine Belagerung standzuhalten? Hauptsächlich Bogenschützen. Genau, wir können auch gleich alles bauen. Und da bauen wir halt einfach mal gleich, wir bauen einfach mal gleich eine Kaserne. So, ich bin schon ein bisschen eingerostet mit Ludorien. Ja, da bauen wir gleich hier mal noch, genau, forschen wir das. Wir haben 24.110 Anfangsrohstoffe, sehr nett. Und ja, Isengard arrives in 6 Minuten und 14. Hier sieht man schon die ersten Vorposten. Und mal schauen, bin gespannt, ob wir das so standhalten können. Unsere zentrale Gott, ich verspreche vor der Win. wie Elodrix uns so schon sagt, nein, Quatsch. Unsere zentrale Taktik wird sein, unsere Bogenschützen hier auf diesem Ring zu postieren. Dieser Ring brauchen wir gar nicht halten. So, ich habe nur kurz gewartet, bis wir die Düsterwald-Kaserne auch hochziehen können. Die ist nämlich elementar. Diesen Ring brauchen wir gar nicht halten hier. Ist viel zu, da kommen hier von hier Feinde. Und zentral dessen stellen wir sie hier oben, weil sie ja auch bis vors Tor hier schießen können. Also sehr, sehr geil. Da ist schon die Reichweite sehr, sehr gut. So, und wir upgraden die Kaserne gleich mal. Wir bauen eigentlich hauptsächlich Düsterwald-Bogenschützen. So, was nehmen wir als Spell? Nehmen wir einfach mal heilen. Obwohl, ja doch, wir nehmen heilen. So, wir können hier zwei Helden bauen. Brauchen wir aber bisher nicht. Baumeister brauchen wir auch nicht einen zweiten. So, du Baumeister. Du fängst eigentlich gleich mal an. Du kannst einen Turm bauen. Bauen wir hier einen Baum hin, so ein bisschen, dass wir Rohstoffe kriegen. Aber wir bauen, ziehen mal kurz die Kasernen hoch und dann hauen wir raus, was geht. Am Bogenschützen. So, ist eigentlich hier nur wichtig für das Bannerträger-Upgrade, habe ich das gerade hochgewertet. Man könnte Galler drin bauen, ist mir im Moment allerdings einfach zu teuer. 900, diese kosten halt schon ordentlich, die können wir später bauen. Ich baue lieber die Wächterpfade und baue dreimal dran durchs Bogenschützen. Das müsste fürs Erste ausreichen. Und ganz wichtig, wir bauen lauter Statuen. Die stärken nämlich zum einen die Führerschaft, zum anderen glaube ich auch die Reichweite. Nee, die Reichweite stärken sie nicht, aber die Führerschaft. 25% Schaden, 25% Rüstung. Und der Schaden ist vor allem wichtig. Richtig, die Bannerträger sind hier, wir arbeiten nochmal. Und dann hauen wir auch gleich noch ein Heiligtum raus. Moment. Das machen wir gleich. Hallo, ich will das bauen anklicken. So. Ah. So. Ja, das Dumme ist, wir müssen das Heiligtum irgendwo noch platzieren. Wo ist es denn? Wo kannst du denn hin? Na, hier nicht. Uah. Gut, dann müssen wir es hier unten leider platzieren. Wir brauchen eh jetzt dann kurz eine Einheit, die noch die ganzen Gehöfte hier erobert. Ja, 4 Minuten ist schon eine knapp bemessene Zeit, da müssen wir jetzt schon mal anfangen zu rekrutieren. Ja, und einfach mal erstmal dreimal dran durchs Bogenschützen raus. Ja. Ja, was machst du? Du kannst da mal... Ja, das ist schwierig. Du kannst hier unten mal einfach mal noch ein paar Türme hinbauen. So, jetzt haben wir dran durchs Bogenschützen raus. Und 3 Stück. Obwohl, wir bauen erstmal normale. Bauen wir mal 3 Stück.
So, 3 Minuten 30, Zeit rennt. Aber es sieht schon gar nicht schlecht aus. So, Bannerträger sind schon mal wichtig, aber eigentlich viel wichtiger wären Silberdompfeile. Die müssen wir gleich mal erforschen, dann müssen wir uns noch das Geld dafür bereithalten, vor allem für die teuren Upgrades. Isengard muss aber eh erstmal hier die Mauern durchbrechen. Also wir haben schon ein bisschen Puffer natürlich, bis sie da sind. Aber, ja genau, die Map ist übrigens bei Neste gemacht, wo in dem eigentlich alle neuen Maps gemacht sind. Auch die Krieg der Zwergenkampagne, ihr wisst ja, ihr steht sehr auf sehr viele Truppen in kürzer Zeit. Genau. So, wir pausen jetzt gleich mal schon mal. Langbögen kann man erforschen, das ist aber kein Must-Upgrade, aber wir holen uns alle Upgrades. Einfach damit unsere Bogenschützen so viel Schaden wie möglich raushauen. So, wir setzen sie auf aggressiv, aber machen gleich mal S. Das heißt, dass sie hier stehen bleiben und hoffentlich nicht weiter rennen. Also man sollte auch keine Angriffsbefehle geben, sonst rennen sie einfach... Sonst rennen sie einfach komplett runter und das wollen wir ja alles nicht. So. Wir wollen einfach so viele Wächterpfeile, wie es jetzt geht. Das Problem ist, wir haben eigentlich ein Kommandeurspunkte-Problem. Aber wir müssen jetzt da durch. Wir haben 770, wir können noch erweitern. So, wir müssen sofort jetzt auf die Kaserne auf 2 bringen und hoffen, dass wir noch die Düne... Ja, die kriegen wir noch. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wo ich angefangen habe, vielleicht eher zuerst das Heiligtum bauen. Aber es passt schon. Ja, die wir hier warten, bis wir die auf 3 bringen. Das ist gerade unnötige Rohstoffverschwendung. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Ich bringe das Baumaterial. Sehr schön. Es gibt viel zu tun. So, rohstoffmäßig, ihr könnt mal hier einnehmen. Könnt ihr hier auch mal einnehmen. So. Du kannst hier eigentlich nochmal ein Enting könnten wir bauen. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Ah, was machen wir da am besten? Wir machen hier nochmal hin. Ja, so. Ding auf 3 bringen, Heiligtum. So, hier fangen wir jetzt mal an, neues Bogenschützen zu produzieren. Genau, das Tor machen wir zu, um Gottes Willen. Wir könnten eigentlich, ja, natürlich, ganz vergessen, wir hauen hier noch 5 Naturmagier raus, die die Einheiten blockieren. Sehr effektive Kombo in Bezug mit Bogenschützen. Aber da haben wir, ja, wir haben, sehr knapp. Aber es wird hoffentlich noch gut gehen. Silberdompfeile, boah, das wird knapp. So, wo sind sie? Naturmagier. Kosten schon einiges. Ah, schauen wir mal. Isengard kommt ja auch noch nicht gleich. Wir haben nur noch ein bisschen Puppe. So, diese, das sind natürlich unsere Elite. Die muss besonders gepusht werden. So. Also mal schauen. So, jetzt erforschen wir erstmal überall düster. Erstmal hier schön Silberdompfeile. So, hier. Ich weiß gar nicht, ich breite mich hier gar nicht zu sehr aus. Wollen wir hier noch so einen Turm hin. Aber die zentralen Rohstoffe werden jetzt erstmal für das Silberdorn-Upgrade verbraucht, weil es einfach schon sehr teuer ist. Kannst du ja. Jawohl. Sehr geil. So. Und noch einmal dran durchs Bogenschützen. Und mit den 2 Gehöften kriegen wir hier schon ganz gut Rohstoffe. So, und da kommt Isengard. Schauen wir mal. Ja, Balliste machen uns wenig Angst. Ein paar Berserker, noch nicht viel, wofür man sich wissen muss. Eine Mine, aber die Mine bringt ihnen eben nichts, da dieser Ring einfach unzerstörbar ist. Und wir, bis sie mal da sind, hauen wir noch natürlich auf jeden Fall schön Einheiten raus. Der Turmmagier stellen wir gleich mal auch auf die... Nun, vielleicht kann ich euch helfen. Seid ihr sicher, ja, ja, mach, hilf uns ruhig mal. So, wir haben noch einen. Die werden halt sehr langsam rekrutiert, leider. So, wir holen uns auch noch die Langbögen. Rechtzeitig rüsten wir den hier mal mit Silberdompfeile auch auf. Und hauen euch mal wieder oben hin. Wo ist mein anderer Baumeister? Ah, hier. Gut. So, haben wir auch mal düstere Waldpfeile. Machen wir schön. So, Langbogen sind erforscht. So, wir bauen einfach hier einfach weiter Bogenschützen, bis wir einfach nicht mehr können. Nun, vielleicht kann ich euch helfen. Und ich glaube, mit der Kombo fahren wir hier erstmal ganz gut. Ja, Isengard hier. Hat Spaß. Haut erstmal hier das Tor ein. Den Klamm. Damm. Ja, die Rekrutierung ist schön. Ich weiß nicht, sollen wir uns Legolas... Wir holen uns Tranduil auf jeden Fall mal für die Führerschaft. Die ist sehr geil.
So. Aber ihr seht, und langsam gehen uns wirklich die Rohstoffe aus. Dieses Upgraden der Elben ist schon nicht billig. Aber wir bauen weiter Statuen, dann werden nämlich auch die Einheiten verbilligt. So, haben wir hier noch eine. Und das Geile ist, der summiert sich ja auch die Führerschaft. Also jetzt haben wir sie sozusagen schon auf 75% Angriff, 75% Rüstung gebracht. Balrog ist schon da. Stimmt, Balrog ist auch da. Ja, ja, das geht schon rund. Bis die erstmal da sind. So, Trandu, zieh mir dein Schwert. Genau, Trandu hat eigentlich eine schöne Fähigkeiten-Sammlung. Kann die Einheiten auch schön motivieren. Ja, Legolas, meine Güte. Könnten wir eigentlich wegen Erfahrung noch holen. Halje könnten wir mal holen. Auch ein ganz schöner Held eigentlich. So. 450 kosten Silberdompfeile. Das ist halt heftig. Eigentlich, im Nachhinein betrachtet, das Banner Trigger Upgrade ist nicht immer so notwendig, da sie so schnell leveln gleich, weil die so viel gleich mal abfeiern werden. Schau, Trandus Bogenschützen können hier einfach schon mal schießen. Einst bestand ein Bündnis zwischen Elben. Jungs, stopp. Bündnis wird nun. Bögen! Hier entlang, Bogenschützen! Ihr bringt großes Zübel mit euch. Bogenschützen aus Düsterwald! Was ist mit euch? Bögen! Seht ihr schon, die Matches schon von alleine. Ja, sollen sie hier unser Tor aufmachen? Nein! Oh, ich glaub's nicht. Das ist das Problem, dass sie einfach mal stehen bleiben sollen. Oh, sie sind nur auf 2. Das Geile ist, Haldir profitiert ja auch von der Erfahrung, also... Es ist ja auch eigentlich so, dass, genau jetzt, oh, hier kommt der Balrog gleich schon. Ah, die Rambock wird er nicht haben. Jetzt bin ich gespannt, ob wir dem schon standhalten können. Dass der Balrog so schnell kommt, hätte ich nicht gedacht. Aber ihr seht schon, geht schon down. Ja, genau, schießt mal schön auf den Balrog. So, jetzt holen wir uns gleich hier gleich mal noch das Tor an. Das brauchen wir jetzt gerade dringendst. Wir sind gerade hier schon in arger Bedrängnis. Also der Balrog ist ja eh das Schlimmste, aber den kriegen wir down. Balrog wird, der wird down gehen. Das Tor hält sogar noch stand. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Jawohl! Und dran, das ist unglaublich. Sollt alle stehen bleiben. So, jetzt kommen sie hier schon. Über die Leitern. Alles Gute ist eigentlich... Genau, hier können wir auch schon schießen. Schießen wir auf die Bezerker. Jawohl. Das geht rund. Die Ballisten, die müssen nah ran. Und deswegen werden sie auch gleich mal erschossen. Ah, da kommt schon die nächste Welle. Wir müssen es ja für 10 Minuten halten, aber es sieht bisher ganz gut aus. Genau. Aber es könnte noch mehr gehen. Wir werden gleich mal hier noch ein paar Statuen bauen. So, genau. Ja, unser Baum hier soll verwüstet werden. Sieht's hier aus? Ja, unser Heiligtum halt einfach. Das ist halt schlecht. Ach, Kreiter. Genau. Aber es kommt meistens eh nichts weiter als... Ja, das ist halt schlecht, dass unser Heiligtum jetzt da geplättet wird. Ja, Jungs. Ja, die können es von da an den Beschuss noch nicht nur leicht erwidern. Immerhin. Das ist halt das Problem, das wir haben. Aber es geht noch. Genau, wir könnten, was könnten wir? Genau, und der verzauberte Fluss, der verlangsamt die Einheiten und lähmt sie.
Eigentlich sehr geil. Wenn sie mal hier sind, können wir es hier einfach mal beschwören. Aber bisher stehen wir nicht ganz gut da. Ja, das Problem ist eigentlich einfach das Heiligtum. Schauen wir mal, ob wir noch alle Elben schnell geupgradet haben. Ich glaube schon. Der Tumage haben wir ja auch genügend. Das läuft schon, zuversichtlich. Reihenweise laufen sie hier rein. Jawohl, schönstes. Ihr seht einfach, hier wird einfach eine Wand gebildet. Und je mehr kommen, desto mehr leveln sie hier auch. Und genau, und das ist eben das Problem. Jetzt können wir keine Silberdompfeile mehr holen, wenn wir das verloren haben, das Heiligtum. Aber das brauchen wir auch gar nicht. Wir brauchen schon Silberdompfeile. Schaut euch das an, einfach. Zack, einfach wird hier, die Masse wird hier einfach weggeschossen. Halt ihr fast schon auf 10. Randui ist auf 10. Jetzt holen wir uns hier noch seinen Wald, der nochmal 50% Rüstung gibt. Und ihr seht einfach, es ist unglaublich, wie krass das einfach, wie schnell die einfach leveln. Und ihr seht, die ganzen Orks, sie werden einfach getötet. Oh, wir haben ja eh schon... Ne, wir können jetzt mal Tom Bombardier holen. Oh ja, der Klammer wurde leider gesprengt. Tom Bombardier kann man ein bisschen rumdancen. Ganz mal. Na, 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 na. Ach ja. Tom Bombardier ist übrigens auch ein Maia. Also für diejenigen, die sich gefragt haben, was ist er denn immer? Tom Bombardier ist ein Maia, also ein unterer Gott, ein niederer Gott. Aber ja, das hat ihn leider auch nicht vom Sterben bewahrt. Jetzt komme ich mal, jetzt kommt ja Sonnenfackel, die wurde ja eh schon so abgeschwächt. Genau, genau, wir holen es mal hier. Nein. Ich kann überlegen. Ja, wir wollen hier einfach nochmal 5 Führerschaften hin. 5 Führerschaftsstatuen, dann passt es schon wieder. Was kommt denn da noch? Nochmal ein Balrog. Ach, Kinderspiel. Auf jeden Fall, der Trick ist nicht versuchen, das hier zu halten. Oder das hier. Klar, es stehen 50 Rohstoffgebäude, ist mir schon bewusst, aber es ist unhaltbar einfach. Wenn da ein paar Balliste kommen, dann hat man einfach. Ja, dann hat man verloren. Da kann man nichts dagegen setzen, außer Ends und. Auf jeden Fall wird es sehr zeitaufwendig. Ah, der Ball. Alles klar. Jungs, schießt mal bitte auf den Ballrock. Das ist nämlich ganz schlecht, wenn er sowas macht. Da darf er nicht hin. Da muss man ihn zurechtweisen. Ah! Aber ihr seht ja, im Trandus halt werden die eh alle geheilt. So, wir stehen sie mal wieder alle kurz auf Stellung halten. So, und jetzt hier. Jetzt betäuben wir sie halt einfach mal. Und jetzt kommen hier noch die Tränen der Valar. Das ist geil. Dadurch können sie nicht fliehen. Und jetzt gehen die Tränen der Valar nieder und töten sie alle. Ziemlich starker Zauber eigentlich. So! Schießen sie ja einfach immer meine Bäume ab. Das geht ja gar nicht. Ja, ja, die Ballisten. Die können da ruhig auf den Klammball schießen. Ja, und solange sie da auf den Turm schützen, die Armbrust schützen. Oh, da kommt die nächste Welle. Oh, da kommt was Schönes reinmarschiert. Ja, ja, ja. Tja, damit haben die Uruks wohl nicht gerechnet, auf so eine standhafte Abwehr zu treffen. Wie gesagt, mit Elben ist es eigentlich am einfachsten, weil sie halt einfach die krassesten Bogenschützen haben und
stellt sie alle einfach dafür in Klammer, haut Führerschaftsmoni aus. Wir können jetzt auch gleich mal eigentlich Galadriel, obwohl sie schlecht ist, aber auf 10 hat sie doch ganz nette Fähigkeiten. Kann man halt dazu stehen zum Leveln und zum Unterstützen. Die Naturmangel wirken halt echt, dass die Feinde gerade stehen bleiben einfach. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Das ist so abartig. Die halt noch Puls in der kommen schon. Alter. Ah, was für ein Bug. Ah. Wie krass eigentlich. Ach, pappalapapp. Nur wenn es durchgebrochen. So, wir kriegen ja nicht Fähigkeitspunkte oder was. Können den nochmal holen. Dann können wir gleich noch die Adler holen. Ja, der will gar nicht auf Mauern. Interessant, wusste ich noch gar nicht. Gut, wieder was gelernt, sogar ich. Nein, als ob ich zwei wissen wäre, aber es ist interessant. Das wusste ich wirklich noch nicht, dass dieser Zauber, also dieses Durchwirbeln, der Windhauch Manwes. Manwes übrigens der Gott des Windes und der Oberste der Götter. Der Oberste der Valar. So am Rande. Genau, Galadriel levelt ja nicht auch ziemlich schnell. Genau, und das ist halt einfach auch eine geile Fähigkeit, wo man sie halt auch als Führerschaft schön noch hochleveln kann. 25% Rüstung, 25% Schaden und sind furchtresistent. Vor allem ganz nützlich, wenn der Balrog wieder kommen sollte. So, jetzt holen wir uns die Adler. Dann holen wir uns nachher noch die Elchreiter. die sind auch nett. Adler können wir gleich mal ganz gut gegen die Balliste holen. Genau. Also schau, seht selbst mit den Führerschaften, was auf einmal Pfeile eigentlich gegen Schaden machen gegen Balliste. So, jetzt haben wir hier nochmal Führerschaft. Zack, und ihr seht einfach, wie schnell selbst Wagreiter mit Rüstung down gehen. Das ist nicht mehr viel Platz. Sorg, weil hier. Was haben wir noch? Ach, wir können hier mal die Leitern eigentlich. Holt mal die einzelnen Berserker. Das ist glaube ich schon... Oh, das ist halt krass effektiv, weil sie die Berserker halt gleich immer getötet mit einem Schlag. Genau, holt mal die Leitern darunter. So, ja gut, da kommt die nächste Armee. Wir rollen mal hier sogar ein bisschen die Berserker weg. Zack, und hier kommt einfach die Wand aus Pfeilen. Wird schon die Hälfte ausgedünnt, bevor sie überhaupt mal durchs Tor sind. Aber Isengard versucht es immer wieder natürlich neu. Sonst haben wir die geilen Elchreiter. Hä? Was ist das gerade gemacht gewesen? Jetzt hat. Jetzt sie mal holen. Die kleinen Elchreiter. Ja, auch die können Silberdom-Pfeile verwenden. Man kann sie auch fett hochrüsten, aber ganz ehrlich, die sterben so schnell. Da können sie immer gegen Wahlkreuz einsetzen. Stimmt, die können gar nicht... Ah! Ich bin gerade noch so ein Total War gewöhnt. Die können ja gar nicht stehen. Können ja gar nicht schießen, wenn sie... Ja. So, das sind aber die einzigen berittenen Bogenschützen, die ich noch kenne im Elendmod. Ich glaube, es gibt sowas gar nicht. Das ist halt geil auch für Berserker. Dann rennen wir weg. so ein schwules Hit and Run machen wir einfach mal. Als ob wir das nötig hätten, aber... Ja, die Reichweite ist nicht so hoch. Hier müssten wir könnten eigentlich Langbogen erforschen. Jawoll. Ja, ihr sollt schon angreifen. Was hat so eine Säule gebracht? Ah. Wir ärgern sie einfach gerade mal ein bisschen. Aber ihr seht, dieses Halten ist eigentlich kein Problem. So Jungs, ihr dürft jetzt in den sicheren Tod laufen. Juhu! Einmal in die Sperre rein. Wer überlebt?
Wer überlebt, den rette ich. Okay, gut. Diese drei haben überlebt, die werden gerettet. Oh, doch nicht. Oh, ein Reiter! Nein, schade. Schade, er ist als Held gestorben. Vor dem Tor und vor dem Sklamm ist er gefallen. Ja. So viel Zeit für Patriotismus muss sein. Ach so. Genau. Das ist geil. Getarnt, sind wir alle getarnt und werden geheilt. Diesen Nebelfeld. Genau. Ja gut, in ihre 10er Fähigkeit ist natürlich auch krass, dass die Einheiten Lorenz und verwundet werden. Also Galadriel ist in ihrem jetzigen Zustand so eine richtige Unterstützerin. Zack. Der Turm hat sich sogar wiederholt. Unglaublich, dass der noch steht. So. Ach so, stimmt, Sonnenfuck haben wir noch gar nicht. Ja. Holen wir uns dann auch mal. Lauter Berserker hier, ist voll krass. Ungefähr 20 Berserker. Junge, ihr dürft schon kommen, gell? Jungs? Hallo? Also schon geil, was die Macher so für grafisch rausgeholt haben, wenn man bedenkt, wie krass oder wie halt Schlacht Mittelerde 1, 2 aussahen. Jetzt sieht es ja einfach schon sehr, sehr realistisch eigentlich aus. Ich meine, für so ein altes Spiel. Da muss man schon den Hut mal ziehen hier. So, da kommt die letzte Welle oder vorletzte Welle. So, jetzt kommt gleich. Zack. Ja, ja, schön, schön. Ich weiß, es ist vielleicht nicht die anspruchsvollste Weise zu spielen. Aber auf jeden Fall schafft man es so halt einfach. Es geht ja darum, dass wir die Map schaffen. Wenn ich es nochmal schöner spielen soll, dann muss ich es mit einem anderen Volk spielen. Oder ich habe es bisher noch gar nicht mit einem anderen Volk, glaube ich, geschafft als Lorien, weil es schon sehr schwer ist. Na gut, Gondor hat die Waldläufer. Also im Grunde hinauf läuft es einfach darauf hin, dass man hier einfach Bogenschützen hinstellt. Das ist die Taktik. Weil in der kurzen Zeit kann man gar nichts anderes rausholen, was so dem eigentlich so effektiv standhalten kann. So, können wir Sonnenfacke holen. Schauen wir mal, wie das wirkt. Bogen sind doch, nein, die sind nicht lichtempfindliche. Ah, bisschen schwächt, aber weiß nicht. Weiß nicht, Sonnenfacke ist so ein Zauber, der, ja gut, wird heute lichtempfindliche Kreaturen. Ich glaube, gegen Trolle ist er ganz effektiv. Ob allen Einheiten Helden für 60 Sekunden die Sicht, also sie sehen da nichts mehr. Na gut. Na gut, ganz lustig eigentlich. Das Gebäude ist fertig. Oh, Entschuldigung, dass ich gehen muss. Aber, naja, also früher, wer noch Schlacht und Mittelerde 2 so gespielt hat, der weiß, wie effektiv sie war. Der hat ja alles mal weggeputzt, die Sonnenfacke, aber wurde leider halt echt massiv abgeschwächt. Na gut, sei es drum. Da kommen die letzten drei Berserker. Verzweifelt versuchen sie noch irgendwie Einlass zu finden. Kommt nicht mal mehr durchs Tor, oder? Na doch, einer kommt durchs Tor, oder? Alles hier zugenebelt, zugewaldet. Wir machen hier einfach nochmal einen Wald hin. Das Geile ist, dieser Wald bleibt dauerhaft. Also, schon sehr geil eigentlich. Die Naturmager kommen gar nicht mit dem Lehmen hinterher. Zack. Ja, genau. Alter, was ist das denn für ein Bug? Ah, ich glaube, weil der Zauber trifft, dann werden sie gelähmt in der Luft noch, wenn sie sterben. Ach, wie krass. So, jetzt ist doch zu Ende eigentlich, oder? Ja, das ist wieder so ein Bug halt einfach, dass wenn man, ich weiß nicht, müsste man dann hier eigentlich noch einen Gegner reinsetzen, theoretisch, aber wenn der Gegner stirbt ja sofort. Keine Ahnung, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, ja, es kommt keine neue Welt mehr, keine neuen Wellen mehr. Ich würde sagen, so eine wunderschöne Elbenchor begleitet, werden wir einfach rausgehen. Warte. Wie gehen wir dahinter? Ich will euch nicht... Ist eigentlich wurscht, wenn ich sie mitnehmen würde, aber die Baumeister müssen in der sicheren Versenkung bleiben. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach raus und machen den Rest platt. Nein, kommt nichts anderes mehr, dann, ja, dann gehen wir. Der Feind ist nicht fern. Wahnsinn, sind die Elbenweise, der Feind ist nicht fern. Oh. Könnt ihr wahrscheinlich eh schon sehen, doch mit euren Augen, obwohl, hinter dem... Hier. Können ja nochmal Tom Bombadil holen. Wir müssen vorsichtig sein.
So, du kannst mir die Balliste kaputt dänzen. Goldbeere ist halt echt verwundbar. Mama, der alte Tom. Das ist so cool, wie einfach hier halt alles... So, wir schwören hier als Unterstützung noch die Elchreiter. Zack, von hinten in den Rücken. Sehr effektiv. Nein, Berserker! Ah, der Berserker haut auf uns ein. Oh, Alter. Berserker ist tot. Komm, wir werden doch diese drei Lanzenträger jetzt noch töten. Oh, da kam Barkreiter. Aber schau, wie effektiv diese Naturmagier einfach mal sind. Zack! Da kommt nichts durch. Oh, ist da gerade was gestorben. Oh, da kommt ja noch was. Ups. Jungs, ziehen wir uns mal kurz hier zurück wieder. Da kommen ja noch. Da kommen ja noch Truppen hier. Das ist ja eine Frechheit. So, machen wir kurz Fackel. Und jetzt haben wir hier mal wieder die Tränen der Valar drauf. Ich weiß gar nicht, dass da noch was kommt. Vielleicht müssen wir das Leuchtfeuer einnehmen. Das ist eine Theorie, die ich verfolge. Boah, das ist ja schon sehr effektiv. Du kannst mal ein neues Heiligtum bauen. Weil, wisst ihr, was wir machen? Wir hauen. Wir bauen einfach ein neues Heiligtum, und zwar genau hier. So, Thranduils Bogenschützen sind aber noch alle da. Stopp, 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 stopp. Ihr bleibt alle mal schön stehen. Bleibt bei mir. Abrücken, los. Schützt dieses Gebiet. Hier, da kam ja wirklich noch was. Wir kommen aus Düsterwald. Jungs, schaut mal hier, was hier noch kommt. Ja, genau. So. Ja, einiges kommt hier ja noch. Ich weiß gar nicht, wo das noch alles herkam. Ich kam von da irgendwo noch, gell? Ja, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall. Ach, die waren hier noch drin verbuggt. Interessant. Na egal, dann sterben sie ihm jetzt. Sieht man, die Pfeile drin stecken. Oh, auch kein schöner Toten, so im Pfeilhagel möchte ich nicht gern sterben. Oh, wie weh das tun muss. Ja, die Ballisten sind selten dämlich. So viel Dummheit muss halt einfach bestraft werden. Haben wir noch irgendwo Ballisten? Noch Ding, Lanzenträger. So, jetzt hat aber, glaube ich, können wir langsam uns mal rauswagen. Genau, Quai hier kann ein bisschen hier Spaß haben. So. Ach so, wenn wir den Heiligtum wieder haben. Ach, weil wir schon erforscht haben. Ah, okay. Stimmt. So, wir bringen die mal kurz noch alle auf. Silberdorn. Upgrades. Ah, da war die letzte.
Ah, und da ist noch ein Naturmagier. Gut, jetzt hat's. Jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir in entzündendes Leuchtfeuer. Die Adler räumen hier dabei die Berserker weg. Ja, schon ganz nice. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir das Leuchtfeuer hier erobern. Oder ob wir, wenn wir alles erobern. Vielleicht müssen wir das Leuchtfeuer auch erobern. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich bin noch nie weiter als bis dann gekommen. Und dann habe ich irgendwann, weiß nicht, war ich verwirrt, warum nichts nochmal ein neues kam. Aber ich glaube, wir erobern mal diese beiden Leuchtfeuer. Vielleicht kommt dann nochmal was. Ach ja, wir haben eh noch... Es ging eh recht schnell jetzt, dass wir es geschafft haben. Also 10 Minuten mal schnell rum. Haben wir noch Platz für Einheiten? Nee, haben wir nicht. Kann ich noch Legolas bauen? Ich baue mir ihn doch mal. So, dann... Ja, Gollum! Zack. So, wo sind Galadriel? Dann machen wir sie mal kurz noch Beastleg. Kann ich das Gollum hier auch rumstreifen? Willst du mich verarschen? Ein Berserker will jetzt mein Heiligtum plätten. Ja, Legolas. Das sind doch deine speziellen Fälle, wo man zwei Pfeile... Oh, okay. Dieser Weg ist sicher. Hab keine Angst. Du wirst in den Mut finden. So. Habe ich eigentlich euch schon gezeigt, was... Oh. So, jetzt können wir uns entscheiden. So, was mit Galadriel? Zu einer dunklen Herrscherin. Ja, genau. Vermittelnd auf Hensin. Auf Monster, genau. Nicht mehr. Naturmagierscheine fand ich hier Beute halten, aber keine Verbündeten mehr. Genau. Den Einring ablehnen. Erhöhter Flächenschaden verbündet in ihrer Nähe werden gehalten. Neue Fähigkeiten. Spellproduktion sind schnell aufgeladen. Probe als Ringträger auf die Reise geschickt und gerade bleibt selbst in ihrem Tode noch gesegnet. Ich bestehe die Prüfung. Ich werde schwächer werden. Und in den Westen gehen. Genau. Und hat sie neue Fähigkeiten? Richtig krass. Sie verteidigt sich besser. Na genau, Lähm-Troll. Ah, Trolle schützt einfach, ne? Genau. Genau. Also sehr, sehr, eigentlich eine sehr, sehr spezifische Helden. Zum Teil truppenunterstützende Eigenschaften, aber dann auch noch ziemlich mächtige Zauber, die sie selbst unterstützen. Also sehr geil eigentlich. Genau, die gesegnete Aura war ja eh schon da. Oh, wie schön, wie sie weiß funkelt, oh. Das Gewand wurde bestimmt vom Meister Popper höchstpersönlich gewaschen. Sparwitz beiseite. Wo sind denn jetzt die anderen Truppen noch? So. Dann erobern wir nochmal das andere Leuchtfeuer. Wo sind Legolas? Hey. Oh, das darf Legolas erobern. Als Botschafter des Waldanreiches darf er selbst das Leuchtfeuer entzünden. Aber was für ein Mist ich da gerade gelabert habe. Egal. Legolas darf da einfach mal hinjoggen. Er ist ja nicht der Langsamste. Ah! Ich dachte, wir... Bleibt einfach mal hier stehen. Ja, du darfst schon schießen. Lauf da noch extra hin. Das ist euch noch nicht nah genug. Schießt! Ich werde euch leiten. Ja, was für ein geiler Bug. Zack, einfach mal auf die Mauer hochgeploppt. So, dann hätten wir ihn halt einfach mal effektiv gelähmt. So, jetzt können wir hier aber, glaube ich, mal hier durchgehen. So, er hat das Leuchtfeuer eingenommen und es ist nichts passiert. Vielleicht müssen wir das andere noch einnehmen. Schönste, wie viel Gesundheit eigentlich Galadriel, wenn sie auf 10 ist? 5700, naja, nicht so viel. Geht. Wieso kommen da immer noch Truppen?
Feind ist nicht fern. Ich habe beide Leuchtfeuer eingenommen. Das ist ja eine Frechheit eigentlich. Oder kommen die noch, weil die da hinten so festgebackt waren? Bei mir ist es egal, sterben tun sie so und so, aber... Gehen wir hier hin zu diesem Wald. Hier steht eh schon der Wald. Der Wald aus den Huons. Wenn nicht die nicht wissen, die Bücher nicht gelesen haben und so und sich mal gefragt haben, warum eigentlich da ein Wald herkommt. Also jetzt mal, das ist ja auch ein Film, zumindest in der Extended Edition. Moment. Dass die ganzen Bäume ja sozusagen sich aufmachen und dann hier einen Wald bilden. Und das sind sogenannte Huons, wie sie im Buch genannt werden. Und diese Huons sind sozusagen, ja, sie waren mal, sie sind keine Ents, aber sie haben trotzdem noch so viel, sozusagen so viel Beweglichkeit, dass sie noch wandern können. Also es sind sozusagen verderbte Bäume, die nur, die eigentlich alles hassen, was auf zwei Beinen geht. Aber da die Ents sozusagen einen gewissen Macht, was heißt Machtanspruch, aber eine gewisse Gefäßgewalt über den Wald halt einfach haben. Und sie sozusagen halt auch den ganzen Wald sozusagen in eine Stimmung versetzen können, haben sie halt da in diesem einen Fall speziell sozusagen gegen die ganzen Orks halt die Wut heraufbeschworen, weil die Orks haben ja auch die ganzen Wälder gerodet und dann waren die Huons bereit sozusagen in den Krieg zu ziehen gegen die Orks. Mal ganz pauschal gesagt. So, es ist doch alles tot, oder? Es ist alles... So, wir stellen hier mal unsere Mission auf. Es ist doch jetzt wirklich alles tot. Wir haben alles eingenommen. Wir haben... Ja gut, alles eingenommen haben wir noch nicht, aber... So, hier haben wir noch ein Gehöft, hier haben wir noch... Gasthaus, aber ohne was zu einnehmen. Aha. Hängt ein Iberkopf. Ist ja auch geil. Ha, wusste ich noch gar nicht. Einfach mein Iberkopf. Ja, gut. Ah, da ist nämlich noch ein Leuchtfeuer. Vielleicht müssen wir das noch einnehmen. Wir dürfen hier nicht verweilen. Ich habe keine Ahnung. Legolas, nimm mal alles ein. So, die Elchhalter können jetzt hier auch mal machen. Dann dauert es, dann geht's schneller. So, könnt ihr euch hier mal nützlich machen. Wir haben das Gebäude erobert. Sehr komisch, sehr komisch. Kann jemand hier reiten? Heidi, du kannst hier mal noch das Gasthaus da unten einnehmen. Aber es ist eigentlich, glaube ich, einfach auch für Spieler gedacht, wenn jemand mitspielt, diese Gasthäuser. Diese Gehöfte. So, jetzt bin ich gespannt. Aha, okay, es passiert nichts. Hier der Klammbach, sehr geil gemacht eigentlich. Ich bin hier. Ja, also... Wir müssen weiter. Es wurde eigentlich alles eingenommen, halt den gerade das noch ein. Hm, komisch. Vielleicht müssen wir mit einem Helden da hingehen. Geht mal hier hin. Jetzt schaut mir gleich in deinen Spawn rein. Ich bringe Kunde von Elrond von Bruchtal. Weil ich mir hinten dieses Gasthaus zu stellen, wo keine Fahne dran ist? Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht war es das einfach auch schon. Das kann natürlich auch gut sein. Stimmt, haben wir auch noch Elbenreiter. Elben-Elchreiter. Was ist hier denn? Ist hier was? Nee, oder? Ah, das kann man hier an der Seite einnehmen. Ja, wenn man aus der Perspektive sieht man das gar nicht. Sehr frech gemacht. Halt, hört auf das Gasthaus zu schießen. Ja, bringt uns eigentlich halt auch nichts. Ja, gut. Ich würde sagen, dann tut mir leid, wenn ihr irgendwie enttäuscht wart oder so. Es war jetzt heute mal ein bisschen einfacher. Ich wusste nicht, dass es so einfach wird.
Aber ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier, weil ich sehe da irgendwie gerade keinen Sinn, weil irgendwie nichts passiert mehr und wir haben alles geplättet. Also von daher, glaube ich, kann man das doch als geschafft ansehen. Wenn ihr, wenn das bei euch irgendwie anders abläuft oder wenn da noch was fehlt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich mir der ganzen Sache noch einmal annehmen, aber ich sehe echt nichts mehr. Genau. Bis dahin, hat mich gefreut, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ciao, euer King Krümelus.